Mit einer erstklassigen Leistung machen die Spandauerinnen gegen den ETV Hamburg mit 20:8 den Finaleinzug im DSV-Pokal klar. Wir haben einfach unsere Stärken ausgenutzt. Wir haben vor allem unsere Schnelligkeit genutzt, sind die Konter gegangen. Ab der ersten Spielminute dominieren die Gastgeberinnen ihr Halbfinale und werden der Favoritenrolle voll aufgerecht. Besonders Kapitänin Belen Fosseberg und Neuzugang Gesa Deike, die jeweils 5 Treffer erzielen, zeigen, warum sich die Gegner von der stärksten Mannschaft der Liga in Acht nehmen müssen. Ich bin jetzt neu im Team, ich fühle mich super wohl, es macht alles super viel Spaß und ja, ich freue mich hier zu sein. Bereits um 16 Uhr geht es in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg im Endspiel des DSV-Pokals um alles oder nichts. Gegen ihren altbekannten Rivalen SV Bayer Uerdingen 08 wollen sich die Spandauerinnen um Trainer Marco Stamm mit dem 3. Pokalsieg in Serie krönen.